Hey, ich bin Maria von More Raw Food und mit dabei ist der Leonard von More Raw Food, der jetzt ganz müde geworden ist. Und heute möchte ich dir mal über Stoff-Slip-Einlagen berichten, Stoffbinden, meine Erfahrungen damit. Denn seitdem Leonard und die Lorella auf der Welt sind, ist mein Beckenboden nicht mehr der beste. Und ich bin da wirklich so schlecht drin, Beckenbodenübungen zu machen. Ja, also deswegen habe ich mir die geholt, weil ich bin wirklich echt gut da drin, wenn ich mir was vornehme, ziehe ich das durch. Aber bei Beckenbodenübungen, ich glaube, es gibt für mich nichts Langweiligeres auf der Welt, als Beckenbodenübungen zu machen. Und das entfällt mir halt auch immer. Und naja, deswegen brauche ich halt irgendwie so ein bisschen andere Helferlein und wollte mal meine Erfahrung mit dir damit teilen, weil ich da auch super viele Fragen bekommen habe bei Instagram. Die werde ich auch heute alle beantworten, wie ich das mache, wie viele ich brauche, also das Ganze alles zusammen, ne? Und was ich mache, um meinen Beckenboden erstmal wieder zu trainieren, nur mal vorab. Und zwar gibt es, das habe ich damals in Schweden von einer Hebamme bekommen. Das ist so eine Kugel, die heißt Intimina. Und die setzt man ein, ich glaube, das wird hier auch Liebeskugel genannt. Und die kann man dann so 1 bis 2 Stunden am Tag täglich tragen, wenn man spazieren geht. Da ist noch so eine andere Kugel drin, es klappert so ein bisschen. Ich mache das mal ins Mikro, dass du es hörst. Und die trage ich dann tagsüber, dass sich der Beckenboden ein bisschen wieder, ne, dass da auf jeden Fall ein bisschen was geht, weil, also wenn ich eine volle Blase habe und hüpfen, geht gar nicht, ja. Also gut. Aber jetzt zurück zu dem Thema, zu den unterschiedlichen Stoffslip-Einlagen, weil ich habe jetzt wirklich eine ganze Menge auch getestet. Werde dir die auch unten verlinken, wo ich die bestellt habe. Und ja, berichte dir jetzt einfach mal so über meine Erfahrungen. Ich will auch vorab sagen, dass ich das wirklich nur nutze als Slip-Einlage und nicht als Binde. Ich habe auch die Binden getestet. Und zwar sind das diese hier, da kommt hier der Slip rein und dann, also so, ne? Und dann legt man das hier so und das ist dann die Binde an sich, die ist dann auch relativ dick. Das habe ich getestet und die hatte ich mir auch geholt, um eben diese Blutungen, die ich dann hatte, diese Wochenbettblutungen zu behandeln. Das habe ich aber selten genutzt, weil das war auch so dick und die Wochenbettblutungen waren halt auch so intensiv, dass das zu wenig war. Und dann muss ich auch sagen, dass ich das danach nicht mehr genutzt habe, weil das auch eigentlich relativ dick im Slip ist und ich mich fühle, als wenn ich den ganzen Tag eine Windel umhabe und das Gefühl einfach nicht mag, ja. Deswegen nutze ich die nicht. Und wenn ich meine Tage habe, dann nutze ich, wo habe ich es hier? Diese Menstruationstasse, ja. Also die finde ich ganz, ganz wunderbar. Das nutze ich jetzt seit vielen Jahren auch. Und als Binde finde ich das jetzt nicht so toll. Und ich weiß auch nicht, ob das dann anfängt zu riechen und so. Deswegen nehme ich das als Binde nicht. Also das war für mich ein Fehlkauf. Aber davon habe ich 2 Stück, ja. Weiß ich nicht, was ich damit mache. Weil ich weiß nicht, ob man sowas wieder verkauft, ja, oder verschenkt, aber ja, mal schauen. Auf jeden Fall nutze ich dafür, wenn ich meine Tage dann wieder kriege, nach Leonard, wieder diese Menstruationstasse, ja. Jetzt aber mal zu diesen Slip-Einlagen. Und zwar habe ich da unterschiedliche Modelle. Ich habe hier welche für Stringtanger. Ich habe zwar sehr, sehr wenig Stringtangas, aber in manchen Hosen sieht es einfach schöner aus. Da nutze ich diese schwarzen, das sind jetzt 3 Stück. Die sind auch richtig schön dünn, wenn du das hier siehst. Die finde ich super angenehm und die halten auch im String. Davon habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Stück mir bestellt, damit ich halt nicht auch immer waschen muss. Und da reicht ungefähr 1 bis 2 am Tag. Also ich wechsle die dann auch, wenn ich jetzt merke, dass ich halt es nicht halten konnte, ne? Dann wechsle ich die natürlich, wie man halt auch eine normale Slip-Einlage aus, was da auch immer drin ist, aus Plastik, Papier und sonst irgendwas, ich auch wechseln würde. Und 6 Stück, damit komme ich gut hin, weil wie gesagt, ich trage ja auch nicht jeden Tag Stringtange. Dann habe ich mir hier welche, entschuldige bitte, über Amazon bestellt. Wimse heißen die. Die sind jetzt auch schon ganz schön ausgewaschen, weil wie gesagt, ich nutze die halt auch regelmäßig. Und die knüpft man hier so zusammen. Ja, gibt es 2 unterschiedliche Größen. Die knüpft man dann so zusammen. Und hier drinnen ist dann eben der Slip. Und ich muss sagen, die halten auch relativ gut. Die halten noch besser in Baumwollschlüppis als in Mikrofaserschlüppis, weil Mikrofaser ist sehr glatt und da verrutschen die. Und ich muss die auch manchmal so ein bisschen nach vorne ziehen, weil die dann so ein bisschen nach hinten
rutschen. Das liegt aber daran, das kommt darauf an, wie der Slip geschnitten ist. Ja? Wenn der jetzt das doppelt genähte, was ja auch im Slip ist, ne, wo die Slip-Einlage eigentlich rein gehört, auch so ein bisschen nach hinten gerutscht ist, dann rutscht auch diese Slip-Einlage mit nach hinten. Dann muss man die manchmal so ein bisschen justieren, ja, also oder anpassen oder so nach vorne ziehen. Aber da gibt es auch unterschiedliche Größen. Also da kann man auch schauen, man muss sich da halt so ein bisschen vortesten, ja, was dir jetzt gefällt. Das musste ich auch machen und da gibt es so ein, zwei Fehlkäufe. Aber die Sache ist, dass man die ja dann sein ganzes Leben lang nutzen kann, ja, weil die sind ja wirklich, ist wie Stofftaschentücher, ja, das kannst du ja immer wieder waschen. Und ich habe mir hier, also wie du siehst, es sind auch unterschiedliche Größen. Ja, einmal kürzer, länger. Die hier sind, habe ich aus dem Unverpacktladen. Habe ich denn jetzt die andere schwarze? Habe ich denn die? Naja, auf jeden Fall habe ich noch so eine von der hier. Die sind ein bisschen dünner. Diese schwarzen hier von Amazon sind ein bisschen dicker, aber jetzt auch nicht zu dick, wie ich finde. Die hier, die ich von dem anderen Laden bestellt habe, die sind ein bisschen dünner und davon habe ich auch noch mal so eine kürzere. Aber ich muss sagen, ich finde die längeren besser für mich, weil ich dann einfach mich besser geschützt fühle. Dann mal zu den ganzen Fragen. Damit ich keine vergesse, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Die erste Frage, ist es überhaupt notwendig, Slip-Einlagen zu tragen? Wenn du natürlich einen ganz intakten Beckenboden hast, dann ist es auf jeden Fall nicht nötig, Slip-Einlagen zu tragen. Ich habe die früher auch nicht getragen und nach Laurella habe ich auch meinen Beckenboden relativ gut mit dieser Kugel eben trainiert bekommen und brauchte dann auch keine Slip-Einlagen mehr, weil den Slip wäscht man ja auch und da ist ja schon so eine Verstärkung drin in den normalen Slips. Also nein, du brauchst die nicht unbedingt. Wenn du aber jetzt vielleicht ein bisschen mehr Ausfluss hast oder aber vielleicht an den Tagen, wo du vor deinen Tagen oder nach deinen Tagen, wo das gerade so am Abklingen ist und nicht mehr so doll, da könntest du so eine jetzt nutzen, um eben Plastikmüll und anderen Müll eben zu vermeiden. Oder aber wenn du eben sagst, du fühlst dich eben mit so einer Einlage wie ich auch, wenn mal ein Tropfen in die Hose geht, ja, weil mit Kindern dauert es halt auch mal länger, dann wohler, dann kann ich dir sowas empfehlen. Ich habe anfangs auch so Toilettenpapier genommen, aber das löst sich halt auch sehr schnell auf, das rubbelt auch ein bisschen und das wird dann auch leicht wund, was ich mit diesen hier nicht habe. Ja? Also nein, du brauchst es nicht unbedingt. Wie wasche ich jetzt diese Slip-Einlagen? Also ich koche die mit, ich wasche die entweder bei 60 oder aber 90 Grad und die werden richtig gut sauber. Ich nutze dafür auch sehr, sehr gerne meine Waschkugel. Dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht, das kann ich dir auch mal gerne verlinken. Damit wasche ich die und das reicht. Also die lege ich auch ganz normal so zur Wäsche. Wenn die jetzt ein bisschen feuchter sind, dann hänge ich die über den Waschkorb, dass die noch kurz austrocknen. Und ich wasche ungefähr ein- bis zweimal die Woche die Wäsche und da kommen die dann einfach ganz normal mit rein. Was allerdings beim Waschen passiert ist, das ist jetzt dadurch, dass der Ausfluss natürlich jetzt eben auch eine gewisse Säure hat, siehst du, dass es hier so ein bisschen ausgeblichen ist, ne? Also so Flecken. Aber das ist nur das Farbliche, was ja nicht heißt, dass das dreckig ist oder so, es ist sauber. Aber das Ausgeblichene, das ist eben noch da. Wie saugfähig sind die jetzt? Also das ist natürlich ganz normaler Stoff. Also das ist jetzt nicht wie so eine Pampers-Windel oder irgendwie so, sondern das ist ganz normaler Stoff, der hält so das Nötigste ab. Aber mehr eben auch nicht. Also es ist eben wirklich nur so ein weiterer Schutz dafür da. Und ich mache das auch so, dass ich nutze die nur tagsüber, abends mache ich die dann raus, weil nachts brauche ich die dann auch nicht, also nur tagsüber. Und bei mir fängt es auch nicht wirklich an zu riechen, weil über einen Tag, also wenn jetzt mal wirklich was in die Hose geht, dann nehme ich natürlich eine neue. Also wenn ich mal irgendwie, ja, auf dem Spielplatz war und es dauert halt länger und ich konnte es nicht richtig halten, den ersten Tropfen, dann wechsle ich die natürlich gleich und lege die dann zum Trocknen und in die Wäsche. Dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Materialien davon. Ich habe jetzt verschiedene und ich finde diese, ich glaube, die heißen Cuminia oder irgendwie so, diese hier, die mag ich am liebsten. Die haben die für mich die perfekte Länge und die kann ich dann hier so festklippen. Ich habe auch noch welche, fällt mir ein, genau in weiß, die man so um den Slip rumschlagen kann. Aber da muss ich sagen, dass sich das dann so ein bisschen verformt und verwurstelt. Das hält nicht so ganz so toll wie mit diesen,
wie mit diesem Knopfdruck, ne? Also die mag ich am liebsten, das sind meine Favoriten. Und auch diese hier, die ich mir bei Amazon bestellt habe, die mag ich auch, weil man die eben nochmal so in der Größe verstellen kann, ne? Weil das zwei Größen in einem sind. Ich finde das Tragegefühl sehr, sehr angenehm. Ich finde das vergleichbar wie mit normalen Slip-Einlage. Ich muss auch sagen, ich war sehr skeptisch dazu, wie das in den Stringtangas sein würde. Aber das hält richtig gut in Stringtangas, ja, weil das dadurch, dass es so in den Po reingeht, hat es ja auch nochmal so einen richtigen, ja, wie soll ich denn sagen, so einen Griff, ne, mit dem Po. Und dadurch bleiben die auch da, wo sie hingehören. Und man kann ja dann, wenn man auf die Toilette geht, muss man sie, wenn man den Schlüppi runterzieht, vielleicht nochmal ordentlich hinlegen, aber ansonsten halten die wirklich richtig, richtig gut. Und ich finde es auch ein angenehmes Tragegefühl. Ich fühle mich damit auch sauber, weil wie gesagt, wenn irgendwas reingeht, dann wechsle ich die auch sofort. Und ich mache das auch so, dass ich, wenn ich jetzt unterwegs bin oder länger unterwegs bin, dass ich mir wirklich einen so eine, also klein mache, ne, in so ein kleines Beutelchen reinpacke und dann packe ich die in meine Tasche, die ja auch wirklich nur so groß ist und habe eine für unterwegs mit. Und wenn die dann die eine voll ist, dann knülle ich die auch so zusammen, packe die ins Beutelchen und wasche das dann auch komplett. Ja, ich glaube, das war's so mit all den Fragen, die ihr dazu hattet. Ach ja, ich habe so ungefähr 12 Stück davon, 10 bis 12 Stück, weil ich ja, wie gesagt, ein bis zweimal die Woche wasche, sodass ich damit auch wirklich hinkomme. Aber da kannst du dich auch vortesten. Ich habe anfangs wirklich erstmal nur 1, 2 gekauft und auch unterschiedliche Modelle eben ganz bewusst, um zu schauen, welches ist das Beste für mich, und habe eben herausgefunden, dass dieses etwas längere Modell mit dem Druckknopf, dass ich das am meisten mag. Aber da muss eben auch jeder für sich testen, was jetzt da so am besten ist. Also ich würde dir empfehlen, wenn du darin investieren möchtest, es ist erstmal eine Investition, wenn man sich davon 10, 12 Stück kauft, weil die sind ja auch nicht ganz gratis. Aber wenn man sich überlegt, wie viel ja, so Slip-Einlagen oder Sachen kaufe ich mir so über die Zeit, ja, dann finde ich das auf jeden Fall nachhaltiger, besser für die Umwelt, weil man hat es ein ganzes Leben lang. Ja. Und vielleicht braucht man sowas ja auch im Alter mal, man weiß ja nicht. Also für mich war das auf jeden Fall eine tolle Investition. Ich bin super zufrieden damit und hoffe, dass meine Erfahrungen dir geholfen haben. Ist zwar ein bisschen ein sensibles Thema, es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber es ist einfach natürlich. Ja? Ich denke, ich bin da nicht alleine mit diesem schlappen Beckenboden und möchte auch solche Erfahrungen und Tipps und Tricks mit dir teilen. Ja. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, hinterlass mir das gerne unten in den Kommentaren. Und wenn du einen tollen Tipp hast, wie man sie hochgradig motivieren kann, um Beckenbodenübungen zu machen, bin ich dafür auch sehr offen und hoffe, dass da irgendwas dabei ist, dann mache ich das natürlich auch, aber bis jetzt habe ich noch keine passende Motivation gefunden. Gut, dann danke ich dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast und freue mich natürlich ganz da, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen und sag bis dahin, lass es rocken, deine Maria und der kleine Leonard. Tschüss!